Stell dich auf deine Yogamatte in Samastitihi, schließ die Füße, schließ die Hände vor dem Herz, schließ die Augen. Töne ein Om. Lass uns zuerst in eine kurze Atemübung gehen, beziehungsweise etabliere den Ujjayi-Atem. Nur durch die Nase ein- und ausatmen, halte den Mund geschlossen, mit der Einatmen in den oberen Brustraum atmen, Rippen fächern sich auf, Bauchnabel geht nach innen oben, ausatmen, Unterbauch zieht sich ein. Beginnen wir mit dem ersten Sonnengruß. Einatmen, streckt die Arme nach oben, ausatmen, Vorbeuge, beug gut die Beine, lass den Kopf los. Einatmen, streckt den Rücken. Und ausatmen, zurücksteigen in den Vierfüßler mit rundem Rücken. Einatmen, Gegenbewegung, Hohlkreuz, Rückbeuge, Blick heben. Ausatmen, lauf etwas mit den Knien zurück und setz die Stirn auf der Matte ab. Gesäß ist direkt über den Knien eingerichtet, der Rücken wird lang. Ein kleiner erster Hund. Ohne dass die Beine in die Dehnung kommen. Schaff Länge vom Becken über den Rücken, über die Schultern, über die Arme bis zu den Händen. Atme tief, auch schon jetzt im Ujjayi-Atem. Und dann kommen den Vierfüßler wieder ausatmen, runden Rücken, einatmen, Rückbeuge. Und ausatmen, schieb dich in den nach unten schauenden Hund. Fächer die Finger weit auf, press die Hand auf die Matte, die Fläche und heb die Fersen ganz hoch, beug die Beine. Der Bauch will die Oberschenkel berühren. Ganz spitzer Po, langer Rücken, Kopf ist komplett entspannt. Halte diesen spitzen Hund und atme Ujjayi. Mit der Ausatmung leicht die Fersen senken. Mit der Einatmung lauf nach vorne, Füße schließen, Rücken strecken. Und ausatmen tief in die Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, heb den Blick, heb die Arme und ausatmen, Samastitihi. Zweite Runde. Einatmen, Arme heben, Blick zur Daumenkante. Ausatmen, beug die Beine, Handfläche am Boden. Einatmen, Rücken strecken und ausatmen, steig zurück in den Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, rückbeugen, den Blick heben. Und ausatmen, stell die Zehen auf, schieb das Gesäß weit nach oben in den nach unten schauenden Hund. Circa 5 tiefe Atemzüge. Wenn du magst, gerne die Beine etwas austreten, wechselseitig strecken und beugen. Lass dabei den Kopf die ganze Zeit komplett gelöst. Im nach unten schauenden Hund, beug lieber etwas mehr die Beine an und kipp dafür umso besser das Becken. Lass die Fersen auch noch etwas leicht gehoben. Schaff Länge im Rücken. Einatmen, in kleineren Schritten nach vorne laufen, Rücken strecken. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, aufrichten, Arme heben, Blick wieder heben. Und ausatmen, entspannen die Schultern, Samastiti. Dritte Runde. Einatmen, Arme heben, Blick heben. Ausatmen, stell die Handfläche am Boden ab, entspann den Kopf. Einatmen, streck den Rücken. Und ausatmen, steigt zurück, Vierfüßler, runder Rücken.
Einatmen, rückbeugen, den Blick heben, das Becken kippen und ausatmen, gekipptes Becken in den nach unten schauenden Hund schieben. Bleib hier wieder für 5 tiefe Atemzüge. Vergiss nicht die Bauchnabelkontrolle. Der Konzentrationspunkt im nach unten schauenden Hund ist der Bauchnabel. Einatmen. Der Bauchnabel zieht nach innen. Und ausatmen. Festigkeit im Unterbau. Einatmen, Blick nach vorne, lauf nach vorne, schließ die Füße und streck den Rücken. Ausatmen, wieder ganze Handfläche am Boden abstellen, Kopf entspannen. Einatmen, richte dich auf, Brust führt und ausatmen, Samastitihi. Nächste Runde. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, Ada, Uttanasana, halbe Vorbeuge, Länge schaffen. Ausatmen, steig zurück in die Katze, runder Rücken. Einatmen, Kuh-Hohlkreuz. Und ausatmen, nach unten schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Versuch die Atemzüge lang zu halten. Einatmen, lauf wieder nach vorne. Und ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, heb die Arme, Handflächen zusammen. Ausatmen, Samastitihi. Einatmen, Arme heben. Und ausatmen, wieder in die Vorbeuge. Einatmen, Blick nach vorne. Und ausatmen, zurücksteigen auf die Knie in den runden Rücken. Einatmen, rückbeugen. Und nochmal ausatmen, schieb dich in den nach unten schauenden Hund. Unten schauenden Hund sind die Füße hüftbreit und die Hände schulterbreit. Bei den Händen ist der Zeigefinger federführend und steht auf 12 Uhr. Einatmen. Lauf nach vorne zum Anfang der Matte, ausatmen in die Vorbeuge, beugen. Einatmen, richte dich auf, heb wieder die Arme und schau zur Daumenkante. Ausatmen, Samastitihi. Surya Namaskara B. Beug die Knie, setz dich tief, einatmen, Utkatasana, heb die Arme, heb den Blick. Ausatmen in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, wieder Länge im Rücken schaffen. Und ausatmen, steigt zurück, Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, rückbeugen, hebt den Blick. Und ausatmen, rechter Arm und linkes Bein ziehen zusammen, runder Rücken. Einatmen, streck rechten Arm und linkes Bein weit aus.
Ausatmen, stell Knie und Hand ab, runder Rücken. Einatmen, Rückbeuge, wieder den Blick heben. Und ausatmen, linker Arm und rechtes Bein ziehen zusammen. Einatmen, streck dich aus. Und ausatmen, Knie und Hand abstellen, runder Rücken. Einatmen, rückbeugen. Und mit der Ausatmung Zehen aufstellen, nach unten schauender Hund. Tiefe, vollständige Atmung. Nächsten Einatmung, wieder nach vorne laufen zum Anfang der Matte, Füße schließen, Rücken lang, ausatmen, Handfläche am Boden, Uttanasana. Einatmen, gebeugte Knie, setz dich tief, Utkatasana, heb den Blick zur Daumenkante, ausatmen, löse auf und hol gleich wieder ab, Knie beugen. Einatmen, Arme heben, Utkatasana, ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, Rücken, Länge schaffen und ausatmen, Vierfüßler, Katze mit rundem Rücken. Einatmen, Kuh-Hohlkreuz, hebt den Blick und ausatmen, Contract-Bewegung, rechter Arm, linkes Bein, ziehen zusammen. Einatmen, streck dich aus und ausatmen, stell Knie und Hand ab, runder Rücken. Einatmen, Gegenbewegung, Hohlkreuz. Und Ausatmung, rechter, linker Arm und rechtes Knie zusammenziehen. Einatmen, streck Arm und Bein aus. Und ausatmen, wieder abstellen, nochmal den Rücken runden. Einatmen, Becken kippen, Blick heben. Ausatmen, nach unten schauen, da unten. Spüre die kraftvolle Haltung des nach unten schauenden Hundes, wie der Körper an Wärme gewinnt, dadurch, dass du Arme, Beine gut und stark benutzt. Mit der Einatmung lauf wieder nach vorne, ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, heb die Arme, heb den Blick, setz dich tief, Utkatasana. Ausatmen, auflösen, Samasthitihi und dritte Runde, Knie beugen. Einatmen, nach oben schauen, ausatmen, Hände abstellen, Vorbeugen. Einatmen, streck den Rücken lang und ausatmen, Vierfüßler, runde Rücken. Einatmen, Rückbeuge, Blick heben und ausatmen, rechter Arm, linkes Bein ziehen zusammen. Einatmen, streck Arm und Bein aus und ausatmen, stell Hand und Knie ab. Einatmen, Rückbeuge und ausatmen, linker Arm, rechtes Bein contract. Einatmen, strecken. Und ausatmen, Knie und Hand abstellen, runde Rücken. Einatmen, Rückbeuge. Und noch einmal, circa 5 Atemzüge, nach unten schauender Hund. Die
Sonnengrüße dienen als Aufwärmphase. Versuch also, den Mund geschlossen zu halten und die Wärme, die Hitze, die entsteht, wirklich im Körper zu halten. Wir schließen unsere Sonnengrüße so ab, wie wir sie begonnen haben, in ganz kleinen Hund. Kommen wieder auf die Knie und lauf mit den Knien so weit zurück, dass du die Arme gut nach vorne strecken kannst, beziehungsweise Gesäß über den Knien eingerichtet. Häng durch im Rücken. Setz Stirn oder Kinn auf und fühl dich gedehnt. Die Wirbel dürfen auseinanderziehen. Die Muskulatur kann entspannen. Atme weiterhin Ujjayi-Atem. Komm wieder in den Vierfüßler, Hände unter den Schultern, Gesäß über den Knien, ausatmen, runder Rücken, einatmen, Rückbeuge und ausatmen, schieb dich noch einmal in den nach unten schauenden Hund und einatmen, lauf nach vorne, am Anfang der Matte die Füße schließen, Rücken strecken, ausatmen, Handfläche am Boden, Kopf entspannen, einatmen, Utkatasana, richte dich auf, ausatmen, Samasthiti. Wir steigen in die Grundposition ein. Falls ich mich drehe und wende auf der Matte, ist es nur zu deiner Anschaulichkeit, dass du besser siehst, was ich meine. Zum Beispiel einatmen, stell die Füße hüftbreit. Ausatmen, geh in die Vorbeuge, greif die großen Zehen mit Zeige und Mittelfinger. Beug gut die Knie wie eine Skifahrerstellung. Einatmen, schaff nochmal Länge im Rücken. Und ausatmen, Bauch berührt Oberschenkel. Klapp den Oberkörper über die wahrscheinlich gebeugten Beine. Lass den Kopf los. Nimm die Ellenbogen zur Seite, sodass sich die Schulterblätter gut am Rücken ablegen können. Atme tief im Ujjayi-Atem und halte den Zehengriff sehr, sehr fest. Benutze deine Armkraft, um dich in die Vorbeuge zu ziehen. Mit der Einatmung wieder geraden Rücken, der Po kommt tief, ausatmen, Pause. Parahastasana, zweite Vorbeuge, einatmen, Handfläche unter die Füße schieben, ganz auf die ganze Handfläche drauf treten und mit der Ausatmung wieder Oberkörper über die Beine beugen. Lass den Kopf los, schau durch die Beine durch, nimm die Ellenbogen wieder etwas zur Seite, entspannen die Schulterblätter. Versuch ein bisschen auf den Handflächen bzw. dann dem Handrücken zu balancieren. Also nimm etwas Gewicht von den Fersen nach vorne zu den Zehen. Versuch den Kontakt Bauch und Oberschenkel zu halten. Mit der Einatmung streckst du den Rücken wieder, vielleicht geht der Po tiefer. Ausatmen, Pause. Einatmen, Hände in die Hüfte und gerader Rücken richtet auf. Ausatmen, Samasthiti, schließt die Füße. Ein Vinyasa. Einatmen, hebt die Arme, hebt den Blick. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, schaff wieder Länge im Rücken, hebt den Blick. Und ausatmen, Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, Rückbeuge, heb den Blick und ausatmen, schieb dich in den nach unten schauenden Hund, komplett den Kopf loslassen. Einatmen, direkt wieder nach vorne laufen, ausatmen, Uttanasana, vorbeugen und dann einatmen, Länge schaffen und ausatmen, einfach hinstellen, ohne Armbewegung. Uttita Trikonasana, einatmen, Schritt mit rechts zurück, circa eine Beinlänge, heb die Arme, ausatmen, komm tief mit dem rechten Handrücken, eventuell am Schienbein andocken, einatmen, heb
den linken Arm hoch und hebt den Blick. Halte beide Beine gestreckt. Dreiecksposition. Lass den Blick oben. Ausatmen, senk den Blick. Einatmen, komm hoch, tausch die Füße zur linken Seite. Und ausatmen, linker Handrücken am Schienbein anlegen. Einatmen, über die rechte Hand nach oben schauen. Versuch Länge im Rücken zu halten. Und denk immer wieder an den Bauchnabel, der nach innen genommen werden will mit der Einatmung und Ausatmung, flacher Unterbauch. Nächste Ausatmung, Blick nach unten. Einatmung, komm nach oben. Dreh dich nochmal nach hinten zur Rückseite der Matte. Stell die Füße auf zwei Linien. Linker Fuß steht links, rechter Fuß steht rechts. Und komm in eine Segelfliegerposition. Halte die Arme ausgebreitet. Entspann den Kopf, den Nacken. Der Blick geht kurz vor deinen vorderen Fuß. Halte beide Beine gestreckt. Versuch das Becken zu kippen und spür die Dehnung in der Beinrückseite rechts. Circa 5. Einatmen, wieder aufrichten, kurz die Arme entspannen. 180 Grad Drehung, wieder nach vorne. Linker Fuß steht links, rechter Fuß steht rechts, hüftbreit. Ausatmen, komm mit dem Oberkörper wieder tief, horizontal. Arme ausgebreitet, Nacken entspannt, sei aber aktiv in der Brustwirbelsäule, häng nicht zu tief nach unten, sondern halte Länge im Rücken. Mit der Einatmung richte dich auf, dreh dich zur Seite, Füße parallel. Ausatmen, Samasthiti, entspann die Arme, Schritt nach vorn. Vinyasa. Einatmen, Arme heben. Und ausatmen, wieder in Uttanasana, vorbeugen. Einatmen, streck den Rücken. Und ausatmen, steig zurück, Katzenbuckel, runder Rücken. Einatmen, Rückbeuge. Und ausatmen, nach unten schauender Hund. Komplette Position. Einatmen, Schritt nach vorne, Rücken gestreckt. Ausatmen, vorbeugen. Einatmen, wieder den Rücken strecken und ausatmen, ohne Armbewegung hinstellen. Pashvakonasana. Einatmen, großer Schritt mit rechts zurück. Fersen auf einer Linie, rechtes Knie gebeugt, Arme ausgebreitet. Und wir machen eine einfache Version. Stell den rechten Unterarm auf dem rechten Oberschenkel ab. Schau, dass du nicht in die Schulter hineinsenkst, sondern dich weit oben stabil hältst. Streck den linken Arm nach oben. Der Blick folgt wieder der Hand zur Decke. Halte diese Position, seitlich gestreckter Winkel. Halte die Füße stabil, dein Fundament, vor allen Dingen die Außenkante links vom Fuß. Bilde eine Linie von der Außenkante links bis zur Hand. Okay, ausatmen, Arm und Blick senken. Einatmen, du kommst hoch, drehst dich wieder nach links. Ausatmen, beug das Knie 90 Grad. Unterarm auf Oberschenkel abstellen. Einatmen, rechten Arm strecken. Handfläche schaut nach unten und der Blick geht nach oben. Wieder eine Linie. Fußaußenkante rechts bis zu der Handfläche. Sei stabil. Aktive Position. Bauchnabel reinziehen mit der Ausatmung. Und dann mit der nächsten Ausatmung Blick und Arm senken. Einatmen, komm hoch. Wir drehen uns wieder nach hinten. Stell das linke Knie ab. Fußrücken lang.
rechtes Knie 90 Grad gebeugt, Rotation nach rechts. Der linke Arm hebelt am rechten Knie und die rechte Hand stützt dich an der Lende, support dich selbst, schaff Länge, schau über die rechte Schulter. Spüre den Twist. Gerne den Oberkörper gerade über den Gesäß, über dem Becken halten. Ausatmen, wieder ausdrehen. Einatmen, komm hoch auf die Füße, dreh dich nach vorne. Ausatmen, rechtes Knie abstellen, Fußrücken lang. Und dann wieder nach links, Twist. Linke Hand geht zur Lende, rechte Hand, Unterarm am linken Knie angehebelt. Blick über die linke Schulter. Atme Ujjayi. Bedenke immer, Rotation oder die Rotation lebt von der Länge auch. Ja? Versuch nicht einzuknicken in rotierten Asanas. Und ausatmen, Blick geht nach vorne. Einatmen, komm wieder zur Seite nach oben, Füße parallel, Arme heben. Und ausatmen, Schritt nach vorne, Samasthitihi. Ausgleichendes Vinyasa. Einatmen, Arme heben. Und ausatmen, tief vorbeugen, Uttanasana. Einatmen, streckt den Rücken. Ausatmen, steigt zurück, Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, Gegenbewegung, Rückbeuge, Blick heben. Und ausatmen, nach unten schauender Hund. Mit einer Einatmung, lauf wieder nach vorne, Rücken gestreckt bei der Ankunft. Ausatmen, ganze Handfläche am Boden, Kopf entspannen. Einatmen, streckt den Rücken und ausatmen, einfach hinstellen. Prasarita, Padottanasana, A bis D. Einatmen, Hände zur Hüfte, Schritt mit rechts zurück. Wir sind zum langen Mattenrand ausgerichtet, Füße parallel. Ausatmen, in die Vorbeuge. Auch hier gerne Beine beugen, Hände abstellen, Schulter breit, Hände weit gefächert. Einatmen, nochmal Länge schaffen im Rücken und ausatmen in die Vorbeuge. Rutsch gerne mit den Händen etwas weiter zurück durch die Beine durch, so weit, wie die flache Hand am Boden gehalten werden kann. Lass den Kopf komplett los. Gerne immer noch gebeugte Beine. Zieh die Ellenbeuge zusammen. Vielleicht ist auch hier ein 90-Grad-Winkel im Ellenbogen. Und habe vielleicht das Gefühl, dass du einen Stock zwischen den Ellenbogen hast. Gut, mit der Einatmung streck den Rücken, Arme strecken, ausatmen, Pause in der Streckung. Einatmen, Hände zur Hüfte, richte dich auf und ausatmen, oben Bauchnabel schmal. B. Einatmen, die Arme heben, den Blick heben, Bauchnabel nach innen und ausatmen, Hände zur Hüfte. Einatmen, schaff nochmal Länge, heb den Blick, zieh die Ellenbeuge hinter dem Rücken zusammen. Und ausatmen, Vorbeuge. Halte die Ellenbeuge hinter dem Rücken. Brustmuskeldehnung. Kopf entspannt. Bleib bei deiner Ujjayi-Atmung. Balanciere wieder etwas. Bring etwas Gewicht nach vorne zu den Zehen. Lass die Füße arbeiten. Einatmen, richte dich direkt auf und ausatmen oben. C. Einatmen, heb die Arme und ausatmen, verzahn die Finger hinter dem Rücken. Einatmen, streck die Arme, heb den Blick und ausatmen, dann wieder komplett in die Vorbeuge. Nutz den Hebel der Arme und komm tief, lass den Kopf los. Vielleicht spürst du auch, dass mit jedem Atemzug etwas
etwas passiert. Mit jeder Einatmung immer wieder Länge und Ausatmung Tiefe. Mit der Einatmung in einem Schwung wieder nach oben kommen und ausatmen, entspann den Blick. D. Einatmen, die Hände gehen zur Hüfte, heb den Blick, Bauchnabel nach innen oben und ausatmen, greif den großen Zeh, Zeige und Mittelfinger, Angustergriff. Einatmen, streck den Rücken, streck die Arme und ausatmen, nochmal komplett vorbeugen, Ellenbeugen beugen. Und Schulterblätter ablegen. Nutz wieder die Kraft der Arme. Bizepsspannung. Lass den Kopf locker. Du kannst ruhig fest am Zeh ziehen und der Zeh hält sich auch fest. Also Interaktion. Vermeide es, dich auf den Daumen abzustützen. Hier wieder einatmen, Länge schaffen, den Rücken strecken, die Arme strecken und ausatmen, in der Spannung bleiben. Einatmen, Hände zur Hüfte und richte dich auf. Ausatmen, großer Schritt nach vorne, Samasthiti, Vinyasa. Ekam, einatmen, heb die Arme. Und Dve, ausatmen, vorbeugen. Trini, einatmen, halbe vorbeugen. Und Shatvari, ausatmen, steig zurück, Vierfüßler, runder Rücken. Pancha, einatmen, Rückbeuge. Und Schatt, ausatmen, nach unten schauender Hund. Sapta, einatmen, Schritt nach vorne, Rücken strecken. Und Ashtau, ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, Rücken strecken und ausatmen, stell dich hin, Samasthitihi. Letzte Grundposition. Greif die Ellenbeuge, falls du nicht mit der versteckten Gebetshaltung zurechtkommst. Ellenbeugen greifen. Und mit der Einatmung ein kleiner Schritt mit rechts zurück, maximal 2 Fußspannen auseinander. Mit der Ausatmung über das rechte gestreckte Bein beugen. Achte wieder darauf, dass die Füße nicht kreuzen. Linker Fuß steht links, rechter Fuß steht rechts. Konzentration beim vorderen rechten Fuß. Du kannst immer gerne eine Mikrobeuge im Kniegelenk halten, um das Knie etwas zu schützen vor Überstreckung. Praktisch herauszufinden, wenn du die Zehen hebst, dann merkst du, dass die Kniescheibe sich lockt. Gut, einatmen, komm nach oben, heb den Blick, turn around, 180 Grad und ausatmen über das linke gestreckte Bein. Achte wieder auf deine Fußstellung. 2 Linien halten. Und ausatmen, so tief du willst. Konzentration liegt beim Fuß. Gleichmäßige Streckung des Beines. Einatmen, richte dich auf, dreh dich wieder zur Seite, Füße parallel. Ausatmen, löse die Arme und Schritt nach vorn für Samasthiti. Vinyasa. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, Hände am Boden abstellen, Uttanasana. Einatmen, Rücken strecken
Und ausatmen, Vierfüßler, Katzen, Buckel. Einatmen, Kuhhohlkreuz, hebt den Blick. Ausatmen, Gesäß schiebt nach hinten oben, nach unten schauender Hund. Einatmen, direkt wieder nach vorne schreiten. Und ausatmen, tief vorbeugen. Einatmen, streckt den Rücken und ausatmen, einfach hinstellen. Gleichgewichtsübung. Ein paar Standhaltungen der ersten Serie modifiziert. Linke Hand in die Hüfte, rechtes Knie greifen. Standbein links. Wir beginnen immer meistens mit der rechten Seite. Wir wollen Aktivität fördern. Halte das Knie. Wenn du magst, kannst du gerne etwas noch weiter nach oben ziehen, dass du auch eine Dehnung spürst, nicht nur eine Gleichgewichtsübung. Atme nochmal ein, nochmal Knie nach oben ziehen und ausatmen, öffne das Knie nach rechts, lass den Fuß entspannt, Blick geht nach links, bleibe in deinem Lot. Solltest du starke Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht haben, kannst du zum Beispiel auf den festen Fußboden treten, also von der Matte runter, oder dich mit dem Rücken an die Wand stellen. Bleib noch. Einatmen, führ das Knie wieder zurück. Und ausatmen, zieh das Knie fest nach oben zur Brust. Einatmen, streck das Bein aus, beide Hände zur Hüfte. Halte das Bein in der Luft. Sei stabil, steh gerade, lass das Standbein nicht einknicken, stolze Brust. Noch einmal tief einatmen und ausatmen, stell den rechten Fuß ab. Schüttel vielleicht den linken Fuß aus, Seitenwechsel. Rechte Hand in die Hüfte, linkes Knie greifen und wieder circa 5 Atemzüge in der Mitte. Lass den Blick neutral, vielleicht direkt vor dir, 1 Meter am Boden. Versuch den Blick gerade zu halten. Wieder an unsere Bauchnabelübung. Mit jedem Atemzug erneuern. Einatmen, Bauchnabel nach innen oben. Ausatmen, Unterbauch schmal. Einatmen und ausatmen, öffne das Knie zur linken Seite. Blick geht nach rechts. In der Konzentration. Einatmen, führ das Knie wieder zurück zur Mitte und ausatmen, zieh das Knie fest hoch zur Brust. Einatmen, streck das Bein aus, beide Hände zur Hüfte, schmaler Bauch wieder, Standbein gestreckt. Das gehobene Bein will so hoch wie möglich und so gut gestreckt wie möglich werden. Sollte das zu anstrengend sein, kannst du ruhig sein, etwas einen Winkel halten, dass du dich mehr auf den Oberschenkel als wie auf das ganze Bein konzentrierst. Gut, 5 ausatmen, abstellen. Ausgleichendes Vinyasa. Wenn du soweit bist, einatmen, die Arme heben und ausatmen, vorbeugen, Uttanasana. Einatmen, heb den Blick und ausatmen, steig wieder zurück,
Bleib beim Vierfüßler-Variante, runde Rücken. Einatmen, Rückbeuge und ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmung, lauf wieder nach vorne und mit der Ausatmung in Uttanasana sinken. Einatmen, Rücken strecken und Ausatmung, richte dich auf. Die zweite Gleichgewichtsübung mit stärkerer Hüftöffnung. Hebt das rechte Bein, Knöchel über Knie, Fußflex, Hände vors Herz, Standbein beugen, Po nach hinten strecken. Gerne die rechte Hand auf das rechte Knie, dass der Unterschenkel horizontal ist. Halte den Fuß geflext. Spüre die Hüftöffnung, die Dehnung im Gluteus Maximus. Rechte Sitzbein, Fleisch, Sitz, Fleisch, Muskel. Gut, etwas in die Vorbeuge, Rücken ist aber dennoch gerade. Wenn du magst, geh etwas tiefer, halte zum Beispiel die geschlossene Hand kurz über dem Boden. Ausatmen, Vorbeuge, lass den Kopf entspannen und streck das Standbein nach. Einatmen, wieder den Rücken strecken und Pause mit der Ausatmung. Einatmen, richte dich komplett auf. Ausatmen, löse das Bein. Die andere Seite. Linken Knöchel über rechtes Knie. Fußflex und gehobenes Knie absenken. Standbein beugen, Po tief setzen, Rücken gerade halten. Hände in der Gebetshaltung vor die Brust. Halte immer noch den Fuß geflext. Wichtig bei Hüftöffnungen, um das Knie zu schützen. Ausrichtung. Gut, wenn du magst, ausatmen, wieder Arme strecken, Hände, Fingerspitze kurz über dem Boden halten. Und ausatmen, beide Hände abstellen, Kopf entspannen, Standbein nachstrecken. Mit der Einatmung wieder den Rücken strecken, den Blick heben. Po geht vielleicht etwas tiefer. Ausatmen, Pause und einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, löst das Bein, beide Füße am Boden. Samasthiti. Vinyasa für Utkatasana. Einatmen, Arme heben, Blick heben. Ausatmen, tief vorbeugen, Hände abstellen. Einatmen, streck den Rücken. Und ausatmen, steig zurück, Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, Rückbeugen, Blick heben. Und ausatmen, schieb dich in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, Sapta, komm nach vorne. Und mit der Einatmung direkt, wenn du vorne bist, die Arme nach oben ziehen. Keine Vorbeuge. Knie beugen, Po tief setzen, die Blitzhaltung. Utkatasana, der Feuerstuhl. Entweder gestreckte Arme und Handflächen zusammen oder etwas entspannender für den Schultergürtel. Arme, Schulter breit. Blick geht durch die Hände nach oben, zur Decke, zum Himmel. Oder wie gesagt, volles Utkatasana. Hände zusammen, Handfläche zusammen. Streck die Arme. Halte dich tief in dieser Stuhlposition. Gut ausatmen in die Vorbeuge. Armbalanceübung, Bakasana. Etwas Vertrauen für die eigenen Hände, etwas Chor, Muskel, Rumpfkraft. Gut, setz die Hände auf, Füße hüftbreit, komm erstmal tief mit dem Po und streck die Arme. Versuch so tief zu sein, dass die Knie von außen an den Schultern andocken.
dann setzt du wieder die weit aufgefächerte Hand, also jeden Finger schön einzeln strecken, auf und streckst die Arme. Streckst die Füße so hoch es geht, also Schafflänge. Hohe Schuhe anziehen, ganz auf den Zehenspitzen kommen, sodass schon etwas Gewicht nach vorne geht. Halte die ganze Zeit den Blick vorne und fester Druck der Knie an die Schulter bzw. Trizeps. Dann ein Bein heben, vielleicht das andere im Wechsel, vielleicht beide zusammen, Füße zusammen. Halte die Bakasana. Ausatmen, entspannen in den Squat. Hände vors Herz, die Ellenbogen drücken die Knie auf, ausgleichende, entspannende Haltung. Und dann ausatmen, Hände wieder zum Boden, steigt zurück in den Vierfüßler, Ausgleichen des Rückens. Ausatmen, runder Rücken und einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, nach unten schauender Hund und dann schließen wir das Vinyasa zum Sitzen. Komm nach vorne, gekreuzte Füße, Beine und ausatmen, setzt den Po ab. Erste Position, Dandasana, der Stabsitz. Streckt die Beine aus, sie dürfen wieder angewinkelt, also leicht gebeugt sein. Flex die Füße, kipp das Becken. Hände schaffen Kontakt neben dem Gesäß, tragen aber nicht, du kannst sie jederzeit lösen. Du hältst aus der Beckenkippung den Rücken gerade. Stolze Brust. Und demütiges Kinn senkt sich zur Brust. Ujjayi-Atmung, Bauchnabelbewegung. Paschimottanasana, Vorbeuge, Griff deiner Wahl, beziehungsweise wieder der große Zeh gegriffen. Einatmen, Schafflänge, wir bleiben hier für 2-3 Atemzüge. Langer Rücken, Arme gestreckt, Hals in Verlängerung der Wirbelsäule und die Beine gerne etwas angebeugt. So, dass du eben gut die Füße greifen kannst. Mit der nächsten Ausatmung komplett vorbeugen. Wie bei allen anderen Vorbeugen, Bauch will die Oberschenkel berühren. Kopf entspannt, auch wenn die Konzentration imaginär zum Fuß geht. Auch hier wieder die Ellenbeuge zur Seite, um das Schulterblatt abzulegen. Gerne immer wieder mit der Einatmung Länge schaffen und mit der Ausatmung tiefe Vorbeuge. Halte noch etwas. Kontrollierte Dehnung. Gut, einatmen, streck den Rücken und ausatmen, zieh dich klein zusammen. Ja, oder einmal ausatmen, einmal einatmen in der Streckung, auch in Ordnung. Gut, wir machen mit Rücken-Vinyasas am Boden weiter. Ausatmen, zieh dich klein zusammen, balanciere. Einatmen, streck die Beine, ähnlich wie im Boot. Ausatmen, roll dich auf den Rücken ab, zieh die Füße ran. Einatmen, Schulterbrücke. Ausatmen, Po abstellen und die Füße nach oben, streck die Beine. Einatmen, roll dich nach oben, wieder unteren Rücken strecken, Beine gestreckt. Ausatmen, klein zusammenziehen. Gegenposition zur Vorbeuge, der Tisch. Füße hüftbreit, Hände schulterbreit, heb dich hoch. Streck die Körpervorderseite. Denk daran, Finger immer weit aufgefächert. Kraftvolle Hand. Kopf kann entspannt sein, entweder nach vorne schauen, nach oben oder komplett nach hinten gelöst, wie du magst. Halte das Becken oben, spüre die Aktivität, die Spannung in den Beinen. Noch ein Atemzug. Und
und dann mit der Ausatmung lösen, aber Schubkarre, Po nach hinten durchziehen und dann erst absetzen. Gut, wieder Rücken in Vinyasa, ausatmen, klein, zusammenziehen, einatmen, Streckung, ausatmen, abrollen, Füße ranziehen, einatmen, Rückbeuge, die Schulterbrücke und ausatmen, Po zum Boden, Füße nach oben. Einatmen, komm wieder nach oben, Streckung und ausatmen, entspannt. Okay, wir gehen in eine ganz klassische Position, Janu Shirshasana A. Baumstellung im Sitzen, rechter Fuß presst fest gegen den Oberschenkel links und du greifst den linken Fuß, gestrecktes Bein oder gebeugtes Bein. Auf alle Fälle am besten den Fuß greifen. Einatmen, Rücken lang und ausatmen, über das ausgestreckte Bein beugen. Halte beide Füße geflext, entspannen wieder den Kopf, Konzentration ist beim vorderen Fuß. Einatmen, Rücken lang. Und ausatmen, wieder klein zusammenziehen, Rücken-Vinyasa. Einatmen, streck die Beine, gerne die Finger als Hilfe. Und ausatmen, abrollen. Einatmen, Po hoch, Schulterbrücke. Und ausatmen, Po tief, Füße hoch, unterer Rücken lang. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, klein zusammenziehen. Linke Seite, Janu Shirshasana A. Übrigens, Janu Shirshasana A heißt Kopf zum Knie Position. Shirshasana ist der Kopfstand. Rechtes Bein gestreckt oder so angewinkelt, dass du gut den rechten Fuß greifen kannst. Linker Fuß flex, presst gegen rechten Oberschenkel. Einatmen, Rücken lang. Du kannst auch für alle 5 Atemzüge in dieser Länge bleiben. Und ausatmen, eventuell komplett über das ausgestreckte Bein beugen. Wenn du in der Streckung bleibst, also gerade Rücken, Arme gestreckt und den Blick geradeaus hast, ist das völlig in Ordnung, weil auch hier kommt Dehnung an. Ja? Also es muss nicht immer die komplette Vorbeuge sein, um ein Ergebnis zu erzielen. Noch ein paar tiefe Atemzüge hier. Einatmen, Rücken strecken, Blick heben und ausatmen, wieder klein zusammenziehen, Vinyasa. Denk daran, ich drehe mich und wende auf der Matte nur für deinen besseren Blick. Einatmen, streck die Beine, halbes Boot, ausatmen, ablegen. Einatmen, Po hoch, Schulterbrücke und ausatmen, Gesäß abstellen, Füße hoch. Einatmen, wieder nach oben schwingen. Und ausatmen, klein zusammenziehen. Gut, wir gehen in eine weitere Beinrückseitendehnung. Supta Padangusthasana. Leg dich flach auf dem Rücken ab. Und das, was wir im Stehen gemacht haben als Balance, wird eigentlich mit gestreckten Beinen auch wieder mit dem Zehengriff ausgeführt. Dafür müssen wir aber erstmal üben, das Bein gut gestreckt zu halten. Dafür gibt es diese Übung im Liegen. Also, einatmen, rechten großen Zeh greifen, Bein strecken nach oben, so weit gebeugt wie möglich. Sollte dir das überhaupt nicht möglich sein, kannst du das genauso auch mit dem Knie ausführen. Halte aber die Streckung. Versuch, das Bein zu strecken. Der Rumpf ist gehoben, also es war einatmen, großen Zeh greifen rechts und ausatmen, Blick nach oben bzw. Gesicht zum Schienbein. Ja? Schultergürtel ist vom Boden abgelegt. Bein kommt zu dir, du kommst zum Bein. Linkes Bein entspannt gestreckt. Okay, einatmen, Kopf ablegen und ausatmen, das Bein öffnet sich zur Seite. Sollte das nicht möglich sein,
Nimm wieder das Knie, beug das Bein an und öffne es zur Seite wie in der Balanceübung im Stehen. Wichtig hier, versuch auf beiden Gesäßhälften liegen zu bleiben, auch das Gleichgewicht zu halten. Kipp nicht nach rechts. Es ist nicht das Ziel, dass der Fuß zum Boden kommt, sondern dass du Kontrolle über die Hüftöffnung hast. Einatmen, wieder gestrecktes oder gebeugtes Bein zur Mitte. Ausatmen, nochmal ein Stretch. Gestrecktes Bein zu dir und Oberkörper zum gestreckten Bein. Einatmen, Kopf wieder ablegen. Und wir gehen noch in einen Twist. Stell den rechten Fuß über das linke Knie und nimm mit der linken Hand das rechte Knie nach links zum Boden, sodass du auf die Seite links vom Gesäß rollst. Blick geht nach rechts, Arme sind weit ausgebreitet. Versuch die Schulterblätter am Boden zu halten. Twist in der unteren Wirbelsäule. Atme sanften Ujjayi, aber versuch loszulassen. Halte das Knie noch fest und dann einatmen zurück zur Mitte. Ausatmen, nochmal das Knie heranziehen und dann löst das Bein. Seitenwechsel. Mit der Einatmung greif links den großen Zeh und Ausatmung Gesicht zum Schienbein. Atemzug und dann einatmen, Kopf ablegen und ausatmen, entweder gestrecktes Bein zur Seite oder wieder das Knie greifen. Versuch wieder gerade auf dem Rücken liegen zu bleiben. Wenn es geht, übe an der Streckung. Ujjayi atmen. Einatmen, führe das Bein wieder zurück und ausatmen, Stretch. Einatmen, Kopf ablegen und ausatmen, Knie nochmal heranziehen. Den linken Fuß über das rechte Knie stellen. Und mit der rechten Hand das linke Knie zum rechten Rand zum Boden führen. Wieder auf die rechte Gesäßhälfte rollen. Blick nach links, linker Arm ausgebreitet, Schulterblatt abgelegt. Spüre wieder die Rotation im unteren Rücken. Einatmen, wieder zurückdrehen und ausatmen, Knie nochmal nach oben ziehen. Lass dann das Bein los, gestreckt. Vielleicht die Füße aufstellen, nochmal einatmen, Schulterbrücke ausatmen, Po wieder absetzen, Füße hoch. Und dann wieder die Füße zurück, Knie heranziehen, kurz die Wirbelsäule bewegt. Wir kommen so langsam zum Schluss. Abschließende Rückbeugen. Schulterbrücke. Einatmen. Heb das Gesäß.
verzahn die Finger, streck die Arme. Vielleicht die Schulterspitzen einzeln unter den Körper bringen. Halte die Rückbeuge. Wenn du dich fragst, wie du zu diesem rauschenden Atem kommst, habe ich bis jetzt noch nicht großartig erklärt. Der Ujjayi-Atem wird in der Kehle geführt. Die Stimmritzen werden verengt. Es ist ähnlich, als würdest du gegen einen Spiegel hauchen. Und erfordert etwas Übung, aber sollte erlernt werden. Du kannst das gerne auch ohne Yoga, ohne Asanas ab und zu üben. Gut, ausatmen, die Schulterbrücke erstmal wieder absenken, den Po absenken. Und dann direkt nochmal die zweite einatmen, wieder Gesäß heben. Hände verzahnen, Arme strecken, Schultern unter den Rumpf und wieder halten. Und mit der Ausatmung wieder den Po zum Boden senken. Eine dritte Rückbeuge, Schulterbrücke, einatmen, wieder Gesäß heben und die Arme wieder strecken oder Kaktusarme, wie ich das gerade mache, Kaktushände. Verschiedene Möglichkeiten. Streckt Handflächen am Boden, direkt mit den Fingern bis zur Ferse. Und ausatmen, Gesäß wieder abstellen. Gut, entspanne kurz den unteren Rücken. Lass die Knie wechselseitig nach innen fallen. Dafür die Füße etwas breiter, mattenbreit stellen. Und einfach loslassen im unteren Rücken. Gerne auch die Knie heranziehen und etwas schaukeln auf der Wirbelsäule. Oder einfach nur das Gesäß links, rechts schaukeln und die Wirbelsäule folgt dieser Schlängelbewegung bis zum Kopf. Und dann die Füße nochmal nach oben strecken, etwas Bauchspannung halten und dann wieder Knie heranziehen. Schwing dich leicht nach oben. Dann Dasana-Stabsitz einrichten, auf die Sitzbeinhöcker, Beine gestreckt und dann ausgleichende Vorbeuge, Paschim Uttanasana, Griff deiner Wahl und mit der Ausatmung sinken. Wenn du wie ich die Fersen hältst, dann versuch den Unterarm am Boden auf der Matte zu lassen, also die Ellenbogen fest nach unten zu drücken. Vielleicht sind die Ellenbogen tiefer als die Knie, also dass die Beinstreckung noch nicht so weit ist, sind die Beine angebeugt und für aber eine gute Streckung, finde ich, ist es schön, wenn du die Unterarme aktiv auf der Matte hältst. Zieh dich eben klein zusammen, sodass der Bauch die Oberschenkel berührt. Entspann den Kopf. Und diese Vorbeuge wird dann für bis zu 10 Atemzüge gehalten. Kehr nach innen. Vielleicht ab und zu nochmal Länge schaffen, vielleicht auch die Beine etwas weiter strecken. Ausatmen tief. Gut,
einatmen, heb den Blick, streck den Rücken. Und ausatmen, klein zusammenziehen, Vinyasa, vorwärts. Die Füße fassen, gekreuzte Knöchel. Über den Sichelfuß drüber rollen, Hände aufstellen und auf die Knie, runder Rücken, Katze. Einatmen, wieder ins Hohlkreuz den Blick heben und ausatmen, schieb dich nochmal in den nach unten schauenden Hund. Mit der Einatmung nach vorne laufen, am besten Fußrücken benutzen, gekreuzte Knöchel, hohe Beine und ausatmen, absetzen, Po tief. Leg dich ab. Und dann Finishing Sequence. Wir kommen so langsam zur Ruhe, wir kehren die Energien um. Modifizierte Finishing, um Bauchkraft aufzubauen, um die Umkehrhaltungen später ausführen zu können. Oder bei schwächeren Tagen auch geeignet, wenn Frauen Menstruationsschwierigkeiten haben, zum Beispiel. Übrigens, wir hatten jetzt einfach nur 5 Atemzüge im Liegen stehen gehabt, Beine gestreckt, Füße leicht geflext. Vorbereitung. Gut, also, wo war ich? Unterbauch kann entspannt werden, wenn die Füße gehoben und zum Beispiel gegen die Wand gelehnt werden. Ja, also keine Spannung im Bauch halten. Wir versuchen aber etwas Bauchkraft zu halten. Also untere Rücken lang auf der Matte. Arme neben dem Körper. Solltest du nicht mehr halten können, dann die Hände unters Gesäß als eigenen Support. Ansonsten bleib hier in diesem Winkel. Lass den Kopf entspannt. Atme Ujjayi. Halte die Beine noch gestreckt. Gut. Und dann ausatmen, beug die Beine, Knie 90 Grad Winkel, Hände zusammenführen, Handflächen zusammen, Arme strecken. Leicht über den Knien halten, vielleicht ohne Kontakt. Schultergürtel hebt sich ab, etwas mehr Bauchkraft halten. 5 Atemzüge in der Mitte. Nicht unbedingt geeignet, solltest du schwanger sein. Halte noch, halte dich oben. Zieh nach oben, zieh nach oben. Okay, gut. Und dann wechsel die Seite nach links. Hände schwenken. An den Knien zur linken Seite vorbei, etwas schräge Bauchmuskulatur im Training. Versuch trotzdem weiterhin Ujjayi zu atmen, auch wenn der Bauch fest gespannt ist. Komm so hoch es geht mit dem oberen Rücken. Gut, und wechsel die Seite. Hände nach rechts, streck die Arme. Halte noch aus. Zwei Atemzüge. Gut, okay. Kommen wieder zurück zur Mitte. Kurz entspannen, Knie heranziehen, oberen Rücken ablegen vielleicht. Gut, kreuz wieder die Knöchel und dann Hände gegen Knie, Knie gegen Hände, heb den Schultergürtel wieder ab. Nochmal Core-Bauchmuskeltraining. Arme gestreckt. Press die Knie weg von dir und die Knie wollen aber nicht. Halte die Beine so gut es geht im 90 Grad. Atme. Bleib oben. Und relax. Zieh die Knie zu dir ran. Wieder ausgleichende, entspannende Bewegungen. Den Bauch wieder los. Gut, gekreuzte Beine. Ein modifizierter Fisch, ein ganz kleiner Goldfisch.
Beine leicht gekreuzt und dann heb die Brust, stell dich auf die Unterarme und streck den Bauch etwas, Ausgleich, etwas Dehnung in die oberste Bauchmuskulatur, das Sixpack bringen. Mit dem Kopf entweder komplett entspannen oder Blick nach vorne oder Hals in Verlängerung der Wirbelsäule. Versuch, so gut es geht, die Brust weit offen zu halten. Öffne dein Herz. Wenn du magst, nochmal die Beine strecken, etwas mehr Unterbauchspannung ausatmen, ablegen, Knie heranziehen, ausschaukeln, entspannen. Gekreuzte Knöchel, Füße fassen und über die Füße rollen, Hände aufstellen, einatmen Po hoch und ausatmen, zurücksteigen, Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, Rückbeuge, heb den Blick und ausatmen, streck dich in den nach unten schauenden Mund. Setz dich auf die Knie ab. Vorbereitung, kräftigende Übung für den Kopfstand, fliegender Delfin. Mess dein Maß, Daumen in die Ellenbeuge hinein, Ellenbogen aufstellen, Arme, Hände öffnen, verzahn die Finger und bilde ein Dreieck. Das Maß mit dem Daumen und den Ellenbogen, verlier das nicht, halte die Ellenbogen, den Unterarm gut gespannt. Komm in eine Art Hund. Der Hund auf den Unterarmen ist der Delfin. Lauf mit den Füßen so weit ran, dass du gut deinen gestreckten Rücken hast und den Kopf locker lassen kannst. Halte erstmal diesen Unterarmhund. Ujjayi-Atmung. Vielleicht können die Beine noch weniger gestreckt sein als in den vorangegangenen, nach unten schauenden Hunden. Macht nichts, das ist ja so. Ausatmen kurz, Po auf die Fersen und dann wieder einrichten. Dynamische Übung. Einen kleinen Moment, ruh dich noch aus, wenn du magst. Und dann wieder einrichten, Ellenbogenmaß, Ellenbogen abstellen, Hände falten. Übrigens für den Kopfstand geht der kleine unterste Finger immer mit nach innen, dass kein Druck entsteht. Gut, Unterarm Hund und dann einatmen, Kinn nach vorne über die Hände, ausatmen, schieb dich wieder zurück, Stirn. Einatmen, Kinn nach vorne über die Hände, ausatmen, Stirn. Einatmen, Kinn nach vorne, ausatmen, Po nach weit nach hinten oben schieben. Einatmen nach vorne, ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen nochmal nach vorne und ausatmen, schieb dich zurück. Stell die Knie auf, platziere kurz den Po auf den Fersen. Einen Augenblick verschnaufen und die zweite Runde. Wieder Beine strecken, Rücken strecken und dann wieder Kinn nach vorne, Stirn zurück. Kinn nach vorne, Stirn zurück. Kinn nach vorne und fest den Schultergürtel benutzen. Und wieder zurückschieben. Nochmal nach vorne und wieder zurückschieben. Ein letztes Mal nach vorne und wieder ausatmen, zurück. Und platziere wieder die Knie auf der Matte. Po auf die Fersen. Kurz ausruhen. Gut, letzte Übung zur Umkehrhaltung. Nochmal neues Maß finden. Hände verzahnen und jetzt direkt den Kopf aufstellen. Also Scheitel komplett aufstehen. Achte darauf, dass es nicht der Haaransatz die Stirn ist, sondern wirklich der flache Kopf oben. Und du hältst mit deinen Händen den Hinterkopf, die Rundung des Hinterkopfes. Streck die Beine und lauf ran. Ja? Streck den Po so weit hoch, dass er über deinem Kopf, über den Unterarmen eingerichtet ist. Du willst dich später mit gestreckten Beinen in den Kopfstand heben von hier aus. Wir bleiben hier.
Halte die Füße am Boden, vielleicht Zehen, vielleicht ganz wieder hohe Schuhe, hohe Fersen. Ansonsten halte die Beine gestreckt und versuch den Rücken gerade zu machen. Und den Druck von Kopf und Unterarm von deinem Dreieck gleichmäßig zu verteilen. Bleib im Ujjayi-Atem. Bleib in dieser Übung. Ein Mini-Kopfstand. Gewöhn dich an das Gefühl. Und ausatmen, release, relax. Knie abstellen, Fußrücken lang, Po auf die Fersen. Arme komplett zurücknehmen und die Stirn ablegen. Kleinkindstellung. Ruhig einige Atemzüge ausruhen. Vorletztes Vinyasa. Einatmen, richte dich auf und ausatmen, platziere die Hände, Vierfüßler, runder Rücken. Einatmen, wieder rückbeugen, den Blick heben und ausatmen, nochmal in den nach unten schauenden Hund schieben. Einatmen, komm wieder nach vorne zum Sitzen mit gekreuzten Beinen. Mit der Ausatmung Po absetzen, Beine durchziehen. Svastikasana als Sitz mit gekreuzten Beinen, abschließende Atemsequenz. Svastikasana ist kein Schneidersitz, sondern rechtwinkliger Beinsitz. Also rechten Winkel im Kniegelenk halten, die Füße geflext, Schienbeine halbieren sich ungefähr und eher den Po nochmal zurückziehen. Ja, als Vergleich, Schneidersitz zieht man oft immer die gekreuzten Füße heran. Und in Svastikasana wollen wir ein weites Sitzfeld haben. Rechten Winkel im Kniegelenk, Füße eher nach außen laufen. Ja. Und dann die gekreuzten Arme zu den gekreuzten Füßen. Also komm in die Vorbeuge, komm in einen tiefen Ujjayi-Atem. Spüre die Hüftöffnung, atme in die Dehnung. Halte die Füße geflext, dafür eben schön mit den Händen über die Fußsohle, über die Zehen greifen. Kopf entspannt und lass den Kiefer los, nicht die Zähne zusammenbeißen, weich sein im Gesicht. Und einfach eine Weile, eine kurze kleine Weile für dich in der Vorbeuge, in der Innenschau. Sanfter, intensiver Ujjayi-Atem. Sollten die Knie noch sehr weit oben sein und die Hüfte relativ verspannt. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Geduld. Mit der Einatmung richte dich auf.
Solltest du eine Sitzunterlage brauchen, dann setz dich auf die Sitzunterlage. Wir bleiben hier für ca. 10 Atemzüge im Meditationssitz. Chin Mudra, den Zeigefinger vom Daumen eingespannt. Gerader Rücken, stolze Brust und wieder leicht gesenktes Kinn, Nacken frei. Schließ die Augen. Halte dich noch aufrecht, bleib in der Konzentration. Die letzte Übung. Hände neben das Gesäß, einatmen Po hoch, ausatmen tief. Einatmen Po hoch, Contract im Rumpf, ausatmen Po tief. Einatmen Po hoch, lass den Blick nach vorne gerichtet, ausatmen Po tief. Einatmen nochmal hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch und ausatmen tief. Und noch einmal einatmen, hoch, halten, ausatmen, einatmen und circa 3 Atemzüge, ja, ausatmen, Po absetzen. Falte die Hände, bedank dich, ein abschließendes Om. Sinken für den Platz, für die Zeit, die du dir genommen hast, danken. Entweder direkt Shavasana oder ein letztes Vinyasa, nochmal über die Füße rollen, einatmen, Po hoch, ausatmen, komm in den Vierfüßler, runder Rücken, einatmen nochmal, schöne kräftige Gegenbewegung und ausatmen, streck dich aus in dem nach unten schauen. Einatmen, komm wieder nach vorne, gekreuzte Beine. Und ausatmen, leg dich ab, Shavasana, Schlussentspannung. Nimm dir gerne eine Decke oder mach das Licht etwas dunkler. Vielleicht auch die Augen abdecken. Im Übrigen sollten während der Yoga-Praxis am besten Fenster und Türen geschlossen bleiben, dass du nicht schwitzt und Zug abbekommst. Vielleicht sogar die Heizung aufdrehen. Okay, lass dich nieder. Lass die Beine, die Füße locker nach außen fallen. Lass die Arme sanft neben dem Körper liegen. Handrücken am Boden. Handfläche schaut nach oben. Löse zum Beispiel Haargummis. Leg Brillen ab. Lass dich von nichts stören, beeinträchtigen. Komplette Schluss, Tiefenentspannung. Lass los vom Ujjayi-Atem. Entspanne
Lass los. Thank you.
Tiefer Atemzug. Bring wieder etwas Leben in deinen Körper. Bewegungen, die dir gut tun. Klein zusammenziehen. Recken, strecken. Hol dich auf die rechte Seite. Und dann komm in deinem Tempo hoch. Und danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.